Ja, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für den letzten Vortrag heute. Ja, ist ja auch lang Durchhaltevermögen. Ja. Ich möchte den Vortrag so wissen, gestaltet wissen in Workshop-Basis, ja, dass man sagt, so also Frage und Antwort. Ja, es ist jetzt keine akademische Veranstaltung, sondern mehr, was eigentlich in der Praxis läuft. So. Nur kurz zu meiner Person. Also ich bin Anwalt, ja, ich bin auch Mediator. Ich habe mich spezialisiert auf Softwareentwicklung, Urheberrecht, bin kein Patentanwalt. Ja. Aber ich habe eine Menge Erfahrung zwischen der Schnittstelle Patentrecht und Urheberrecht, ja, Geschmacksrecht und Gebrauchsmusterrecht, aber da kommen wir später noch dazu. Für mich ist es wichtig, dass ihr kapiert, das Ganze ist einfach ein kurzer Überblick. So, ich habe die Einleitungsfrage ganz bewusst, also ich habe den Titel ganz bewusst als Frage formuliert. Ja, so, es geht darum, dass kann es sein, dass softwarebasierende Lösungen dem Patentschutz unterfallen. Ich kann es natürlich ganz kurz machen. Leider ist es so. Ja, in der Theorie sollte es nicht sein, aber es ist in der Praxis so. So, ich gebe jetzt mal einen kurzen Überblick, was euch erwartet. Ja, also ganz kurz, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was sagen, was, also für meine Briefe, ich hänge das an praktischen Fällen auf. Ja, das Problem tritt immer an praktischen Fällen auf. Ich konzentriere mich auf drei Beispielfälle. Dann sage ich ein bisschen was Rechtliches. Ja, ich versuche das also so kurz wie möglich zu halten, so lebhaft wie möglich und so wenig trockene Rechtsmaterie. So. Ich sage dann auch noch ein bisschen was zur Patentierbarkeit. Das ist so ein Schaubild, wie läuft das Verfahren ab. Ja. Dann versuche ich anhand dieser Fälle die Materie ein bisschen einzuordnen, welche einschlägigen Rechtsvorschriften gibt es, wie äußert sich der unterschiedliche Schutz. Dann das zentrale Element sind, wie wird der Softwareentwickler geschützt? Hauptsächlich durch das Urheberrecht. Ja. Wann kann der Entwickler sich auf eine computerimplementierte Erfindung berufen, was hoch umstritten ist? Manchen computerimplementierten Erfindungen wird sogar Patentschutz zugesagt. Ja? Es sind sogenannte Softwarepatente schon erteilt worden. Ja? Dann zum Schluss gebe ich Ihnen so einen Ausblick, was jetzt so, wie das jetzt die Frage der Softwarepatente, wie die Diskussion da abläuft. Ja? Und was für Entwicklungen zu erwarten sind, zu befürchten. Oder welche positiven Trends sogar auch zu erhoffen sind. Und zum Schluss, Fragen, kein Problem. Ja. Ich würde sie gerne eher am Schluss beantworten, ja, weil dann bin ich schnell durch mit dem Thema. Ja. Und ich gebe vielleicht noch eine Zusammenfassung. Ja. Soll aber nicht heißen, wenn ihr jetzt Verständnisprobleme habt, dann könnt ihr auch selbstverständlich natürlich euch melden und sagen, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden und so, ey, worum geht es da eigentlich? Okay? Gut. So, ich konzentriere mich auf drei Anwendungsfälle. Ja, also das ist in erster Linie die jetzt aktuell oder aktuell, ja, aktuell sind die Wiedergabe topografischer Daten. Das heißt, ein namhafter Hersteller eines Navigationssystems, ja, in Holland ansässig, ja, wollte sich auf Patentschutz berufen. Ja, so. Dann das typische Beispiel, was immer wieder kommt und was also namhaft durch die Presse ging, das ist die Gruppe Vistaprint. Vistaprint ist so ein Online-Druckservice, der Visitenkarten herstellt, Geschäftspräsentationen und Flyer. Ja. Da wird es immer wieder gerne versucht, patentierbare Softwarelösungen zu erwirken. Ja. Und dann natürlich zum Schluss der aktuelle Streitpunkt vom letzten Jahr, also das große, vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt, der Patentstreit zwischen Apple und Samsung. Ja. Da ging es darum, in erster Linie um den Home-Button zum Beispiel am iPhone. Wie gut, dass ich eins dabei habe. Ja?
und natürlich auch diesen Slider, ja, in der Benutzeroberfläche. So, das sind so die Fälle, wo das eigentlich auftritt, ja, wo es über den Urheberrechtsschutz hinausgeht, ja, wo die Firmen anfangen zu sagen, Moment, es ist nicht nur der Text, das Betriebssystem, das iOS zum Beispiel, sondern es ist die technische Errungenschaft, die Idee dahinter, die wir schützen wollen. So, jetzt ein kurzer Ausflug über die einschlägigen Vorschriften, ja, die es irgendwie betrifft. So, das Straßburger Übereinkommen ist, sagen wir so, ein völkerrechtlicher Vertrag, der sinngemäß sagt, wie wollen wir die kommenden Entwicklungen in dem Softwarebereich, wie wollen wir Computerprogramme sehen? Ja? Und es wäre ganz einfach, wenn man sich an das Straßburger Übereinkommen halten würde, das da sagt, sinngemäß, Computerprogramme sind eigentlich wie geschriebene Texte zu behandeln. Ergo, ja, wie jeder Roman, ja, wie jedes Gedicht, ja, unterfällt es den Urheberrechtsschutz. Punkt. So. Dann gibt es natürlich das TRIPS-Abkommen, ja, das ist so das Übereinkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Patenten, ja, die sich natürlich auch dem aufkommenden Problem der mehr und mehr technische Sachen werden durch Software gesteuert. Technische Geräte, wenn man zum Beispiel einen Computertomographen nimmt, ja, da ist ja nicht nur die besondere Kamera, das Aufzeichnungsverfahren, sondern natürlich diese gesamte Steuerung durch Software. Ja? Deswegen drängt sich auch die Frage auf, wie wollen wir eigentlich das geschriebene Programm zusammen mit dem gesamten Paket der technischen Einrichtung, Röhre, effizient und vernünftig schützen. Dann, okay, ganz kurz, europäisches Patentübereinkommen und deutsches Patentgesetz. Die sind letztendlich einschlägig dafür zu klären, was ist eigentlich, wann wird ein Patent erteilt, ja, für Erfindungen. Ja, zum Thema Erfindungen kommen wir später. Ja. Was ist eigentlich eine Erfindung? Ja, wie läuft das Verfahren eigentlich ab? So, dann das Hauptsache ist, es wäre so schön, wenn man sich nur auf das Urheberrecht berufen könnte. Denn ich komme noch später zum Urheberrecht dazu, was es eigentlich ist und warum es eigentlich passt für Softwareentwicklungen. So, und dann allgemein, wie läuft so ein Patentverfahren ab? Kurz Ausflug, ja, hier könnt ihr euch informieren, ja, das ist, davon habe ich auch die Grafik, ja. So, Patentschutz gibt es nur auf Anmeldung, ja, das ist ein gesondert festgestelltes Verfahren, ja. Das heißt also, Patentprüfer, ja, gehen jetzt nach diesem Schema, ja, ist es jetzt wirklich als Erfindung anzusehen, hat es eine gewisse Erfindungshöhe, ja, schöpferischer Grad, ja, ist sie wirklich neu, ja, dann, okay, erfinderische Tätigkeit ist so für mich, ja, ihr merkt, jede Menge Spielraum in den Worten. Was ist jetzt erfinderisch und was nicht? Ja, dann natürlich, oh, das ist relativ einfach, das ist, ob es gewerblich anwendbar ist. Ja, da unterscheiden sie sich von normalem Kunstwerk, ja, sondern kann ich das verkaufen, nutzt es der Menschheit und, ja, so. Dann entweder zwei Möglichkeiten, entweder ich kriege das Patent, wie in der Vergangenheit erfolgt, zum Beispiel durch eine Firma, die sich spezialisiert hat auf Brotbackverfahren. Die hat sich einen Brotbackautomaten patentieren lassen. Ja, zu den Skurrilitäten kommen wir dann später. Ja. Oder es wird eben zurückgewiesen. So. Und jetzt kommen wir mal zum rechtlichen Rahmen. Ja, wie werden Softwarelösungen, ja, geschützt? Ich konzentriere mich jetzt, ich sage jetzt ganz bewusst Softwarelösungen, ja,
weil ich komme dann auf den Text des Patentübereinkommens und des Urheberrechts, ja, komme ich da noch extra dazu. So. Ich konzentriere mich jetzt auf eine Erfindung oder eine Lösung, die unterstützt wird durch Software. So. Das Patentrecht schützt, ganz einfach gesagt, Ideen, die dahinterliegenden Ideen. Daran kann man ja vielleicht schon erkennen, dass das Patentrecht ein ziemlich weitgehender Schutz ist. Die ursprüngliche Idee des Patentes, ja, war, der Erfinder sollte sein Wissen, sollte A, wirtschaftlich davon profitieren können und B, aber sein Wissen nicht ins Grab nehmen. Ja, so. Patentrecht ist sehr weit, es schützt die dahinterliegende Idee. So, begrenzt, deswegen ist es auch zeitlich begrenzt, ja, auf 20 Jahre, ja, nach dem Anmeldungszeitraum, ja, dann erlischt es. So, dann gibt es natürlich das kleine Schwesterchen oder das kleine Brüderchen, ja, das Gebrauchsmusterrecht. Und das Gebrauchsmusterrecht wirkt nur punktuell, ja, das bezieht sich nur auf das Produkt XY, ja, aber nicht hingehen auf alles dahinterliegende Verfahren, ja, Auswirkungen und. Ja. Dann gibt es natürlich auch das Geschmacksmusterrecht, ja, wenn ihr ein Smartphone habt von Android von Samsung, Apple, ja, die lassen sich natürlich einzelne Elemente wie die GUI schützen. Ja. Und dann ist es eigentlich das eigentliche Interessante oder das eigentliche Hauptschutzrechtart für die Software ist das Urheberrecht. Ja? Frage, das ganz kleine Brüderchen, nämlich das Markenschutzrecht, ja, kann auch Ärger machen. Das kann auch Ärger machen, natürlich, klar. Aber ich denke mal, also ich konzentriere mich jetzt lieber nicht auf Namen, sondern auf den geschriebenen Code, ja, zum Beispiel. So, wenn wir jetzt einen Ausflug durchs Urheberrecht machen, ja, dann steht das ausdrücklich in dem 69 und 69a Urheberrechtsgesetz so drin, dass Software, wird Software auch erwähnt oder der Computerprogramm wird erwähnt, ja, das wird geschützt, ja, das ist Gegenstand urheberrechtlich geschützt. Wenn ich ein Programm schreibe, ja, darf ich mich Urheber schimpfen lassen und darf ich auch auf Einhaltung der Spielregeln pochen. So. Charakteristisch ist vom Urheberrecht, ich brauche keine Anmeldung, ja, kein aufwendiges Patentprüfungsverfahren, kostet nichts, ja, bringt aber auch nichts. Nein, also das ist vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber es ist eine Sache. Das Urheberrecht bezieht sich, und da kommt das Straßburger Übereinkommen wieder ins Spiel, das bezieht sich nur auf den geschriebenen Text. Nur mal so als Beispiel, es ist ein Programm geschrieben worden zur Bestimmung der DNA-Sequenz. Und das ist in Python geschrieben worden, ja? Und ich kann also die Idee, Beschreibung der DNA-Sequenz, Ergänzung der DNA-Sequenz mit den Komplementären, ja, kann ich auf verschiedene Weise umsetzen. Das heißt, unterschiedliche Codes, ja, bewirken dasselbe Ergebnis. Ja, und jeder unterschiedliche Code, ja, darf sich Urheber schimpfen. Ja, und Urheberrechtsverletzungen sind wesentlich schwerer nachzuweisen als Patentverletzungen. Ja, so. Das ist jetzt urheberrechtlich, ja, wir kommen dann auf das Einfallstor, ja, Urheberrecht, schön und gut, da wird ja die Software als solche genutzt, geschützt durch das Urheberrecht. Ja. So, dann kamen findige Leute auf die Idee und sagen, ja, gut, kein Problem, ja, wir kennen den geschriebenen Quellcode, ja, das erkennen wir auch an. Ja. Nur, wenn ich jetzt zum Beispiel diese ganze Software verbunden mit einem Gerät, mit einem Tablet, mit einem Smartphone, Apple, das war die Argumentation von Apple, ja, nicht von mir,
dieses ganze iPhone ist eine komplett neue Neuigkeit. Ja? Der Code ist vielleicht eine neue Sprache, weiß ich nicht. Ja? Aber es ist so verbunden, dass das der geschriebene Code zusammen mit dem Smartphone als unzertrennbare neue Einheit anzusehen ist. Das sogenannte One Next Big Thing. So, hören wir jetzt mal auf das EPÜ, ja, und auf das deutsche Patentgesetz guckt. Wird man sehr schnell feststellen, ja, dass man jetzt nicht sagen kann, was jetzt eine Erfindung ist und was nicht. Ja, das Wörtchen Erfindung ist zwar angegeben, ja, nur definiert nicht. Es ist tatsächlich so, dass Computerprogramme als solche, und das steht auch so drin im deutschen Patentgesetz und auch in dem EPÜ, dass Computerprogramme als solche vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Steht wortwörtlich so drin. Ja? Das heißt aber im Umkehrschluss, ja, dass ein Paket, Programm plus technisches Gerät sehr wohl wiederum patentierbar sein kann. Ja? So, die Quintessenz von dieser ganzen Aussage ist, ich muss den Begriff der Erfindung immer bestimmen. Und bei der Begriffsbestimmung des Wörtchen Erfindung gibt es Riesenstreit. Klar sind Computerprogramme als solche ausgeschlossen. Nur das Problem geht ja bei den Leuten meiner Zunft schon los, dass sie sich schon trefflich streiten können über den Begriff als solche. Was heißt denn ja, das Programm als solche? Ja? Das heißt, es führt jetzt immer mehr dazu, dass jetzt nicht der Gesetzgeber jetzt festlegt, so, das sehen wir jetzt als Erfindung an, ja, und das nicht, sondern dass das immer durch Einzelfallentscheidungen bestimmt wird, dass man vielleicht mal eine Linie ausmachen kann, aber nie sich sicher sein kann, mein Gerät, ja, was durch XY programmiert wird oder gesteuert wird, ja, unterliegt dem Patentschutz oder es unterliegt dem Patentschutz eben nicht. Ja. Da hat sich eben so eine Spruchpraxis manifestiert, das ist auch klar, wo Interessen aufeinander prallen, ja, von Leuten, die sich ihre Informationen schützen lassen wollen, ja, die sich gegenüber einem Wettbewerber einen Vorteil verschaffen wollen. Ja. Da gibt es auch Streit. Ja. Und wo es Streit gibt, werden auch Juristen auf den Plan gerufen. Ja. Da hat sich eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, das ist so Abkürzung BGH, ja, manifestiert, ein Computerprogramm, was ein Gerät unterstützt oder eine softwarebasierende Lösung, ja, wird dann als Erfindung angesehen, wenn es ja, ein konkret technisches Problem löst, und zwar unter Unterstützung und technischen Mitteln. Man hat diese Frage diskutiert, ja, und das kam erst mal auf mit der Sache mit einer ABS-Problematik. Da wurde diese Rechtsprechung gewählt. Diese ABS-Problematik war damals in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja, war patentiert als Stotterbremse und Mercedes hat sich patentieren lassen, ja, diesen ganzen programmgesteuerten Ablauf. So, dann anders, das EPA sagt, gut, das EPA ist das Europäische Patentamt, ja, das hat ja über die meisten Patente zu entscheiden, denn die relevanten Patente, ja, oder für die Firmen relevanten Patente sind beim EPA. Ja, wenn ich irgendwie etwas patentieren lassen möchte, ja, dann gehe ich nicht zum deutschen Patentamt, sondern dann gehe ich gleich zum europäischen Patentamt. Ja. Das zieht eben auf die Frage, leistet es einen technischen Beitrag?
Ja? Oder hat das einen anderen technischen Effekt? Ja, das bezieht sich jetzt in erster Linie auf den Stand der Technik. Ob es jetzt weiter ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Klar, vom Wortlaut ist die Definition anders, aber sie sagt im Wesentlichen dasselbe. Und zwar verlagert sie die Diskussion, ohne den Begriff jetzt Erfindung genau zu definieren, ohne eine Abgrenzung bieten zu können, was jetzt eine Erfindung ist oder nicht. Ja, ist das jetzt wirklich neu oder nicht? Hat das jetzt Erfindungshöhe? Ja, sondern es verlagert die Diskussion auf die Frage der Technizität. Das wird ganz bewusst manchmal auch kritisiert, ja, dass man sagt, okay, pass mal auf, es wäre ja ganz einfach, wenn wir mal das labeln als Erfindung, ja oder nein, ja, sondern dass man eben sagt, naja, das ist jetzt technisch ausreichend für die Bestimmung des Begriffes Erfindung, ja, oder der Grad an Technizität ist eben nicht erreicht. So dass wir eigentlich, es ist eigentlich keine Lösung des Problems, sondern eine Verlagerung. Ja? Also wird jetzt nicht über die Erfindungshöhe diskutiert, sondern über die Frage der Technizität. So. Wenn wir jetzt nochmal grundsätzlich die Software als Programm sehen und als geschriebenen Text, dann fahren wir ganz gut mit dem Urheberrecht. So. Aber das Urheberrecht, der Charme des, oder das Urheberrecht hat natürlich Nachteile. Ja? Ich komme mit dem Patentschutz viel weiter, denn das Urheberrecht schützt den Quelltext, ja? Den Code, das geschriebene Geschreibsel des Programmierers. Ja? Der Patentschutz, der geht weiter. Der schützt nämlich die komplett dahinterliegende Idee. Und zwar zum Beispiel so eine Idee wie Vistaprint, das sich hat schützen lassen, Print on Demand. Also ganz einfach, ich habe einen Server und ich habe ein Webinterface, Clients. Ja, ich kann mir, so wie ein Mitbewerber das auch angeboten hat, auf seiner Webserver, sagen, ein webbasierendes Dokumentenmanagement anbieten. Ja? So, Vistaprint war als Erster und hat sich das schützen lassen. Ja? Und hat zum Wettbewerber gesagt, der eine ganz andere Lösung gehabt hat, ganz anderes Programm, ganz andere Server, ganz andere Infrastruktur. Aber Vistaprint hat gesagt, halt, stopp, das war meine Idee. Ja? Das war meine Idee. Ja? Und es ist ganz einfach, eine Patentverletzung, naja, sagen wir so, eine Patentverletzung ist einfacher nachzuweisen als eine Urheberrechtsverletzung. Denn bei der Patentverletzung wird ja gar nicht geguckt auf den zugrunde liegenden Quellcode, ja, wie der Weg erreicht wird, ja, wie zum Beispiel die DNA-Sequenz bestimmt wird, sondern es wird geguckt, Verfahren, Erfolg. Ist der Erfolg gegeben? Ist der Erfolg patentiert? Ja, habe ich schon eine Patentverletzung? Ja, dann ist es natürlich auch so, juristisch gesehen geht der Patentschutz weiter. Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel, und das war ja die Argumentation der Gegner von dem Vistaprint-Fall und auch die Argumentation von der Firma Samsung, ja, die gesagt hat, ja, aber wir haben ja auch kostbaren Schweiß vergossen in der Entwicklung von dem Slider oder in der Menüsteuerung. Ja, wir haben insofern auch Code entwickelt. Wir haben daher auch grundsätzlich die personenbezogenen Urheberrechte. Ja, da sagt natürlich, dass die einzelnen Abkommen oder die allgemeine Rechtsetzung, dass Patentschutz, wenn einer ein Patent hat,
kann er sich gegen alle anderen Wettbewerber und Miturheber wehren. Das heißt, Patentschutz hat klaren Vorrang vor den Urheberrechten von einzelnen Mitentwicklern. Ja? Dann ist es natürlich auch so, wenn ich einen Patentschutz habe, und das war das Ziel der Firma Apple, ja? Wenn ich einen Patentschutz habe, dann kann ich diese technischen Errungenschaften meines Smartphones, ja, vor Mitkonkurrenten schützen, indem ich sagen kann, pass mal auf, der Home-Button, ja, der Slider, ich reite nur auf diese zwei Punkte rum, ja, weil das alles andere wird zu kompliziert, ja, der ist meine Idee, ja, und liebe Leute, ja, kommt ja nicht auf die Idee, irgendwas zu entwickeln, ja, was so ähnlich sein könnte wie ein Home-Button, was so ähnlich sein könnte oder worauf man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dass das ein Slider ist. Ja? Ziel und Zweck der Übung, warum das immer wieder versucht wird, ja, oder immer wieder diese Patente erwirkt wird, ist, sich einen Vorteil gegenüber den anderen Mitkonkurrenten zu verschaffen, ja, sich quasi in die Pole Position zu setzen. Ja? So, natürlich sind die, gibt es immer zwei Seiten und auch die Kleinen oder die davon Betroffenen sind ja auch manchmal nicht dumm, sondern versuchen sich dagegen zu wehren. Ja, gut. Erfindungshöhe soll das heißen? Ja? Okay, gut. Diesen Tendenz, also diesen Trend haben ja teilweise auch die Gerichte in Deutschland und die Behörden erkannt. Und zwar, es gibt ja solche skurrilen Entscheidungen zur Patentierbarkeit von den Amerikanern, ja, über die Patentierbarkeit von mathematischen Algorithmen. Ja, kamen die Leute auf die Idee, irgendwie eine Sache, einen Ablauf, sich patentieren zu lassen. Ja, haben die Leute gesagt in der europäischen Ebene, wo kämen wir denn dahin, wenn wir so ein Quatsch, ja, wie den An- und Ausschalter eines Programmes patentieren lassen? Wo kämen wir denn dahin? So, das ist auch so eine Sache, dass man sagt, okay, pass mal auf, wir wollen ein gewisses Maß an Erfindungshöhe. Ja, bevor du jetzt mal wieder, jetzt um nochmal auf das Schaubild zurückzukommen, Patentanmeldung, bevor du überhaupt dich da blicken lassen willst, ja, muss das Werk ein gewisses schöpferisches Maß entfalten. Ja. Das beste Beispiel war die Firma Amazon, die versucht hat, dieses One-Click-Verfahren, One-Click-to-Buy, sich patentieren zu lassen. Ja, erstens kamen genug andere Leute auf diese Idee. Ja. Zweitens ist es für meine Begriffe keine neue technische Erfindung, sondern das ist eher so eine Aussage wie eine Aussage über die Qualität meines Shops. Oder eine Aussage, wie ist mein Shop organisiert. Ja. Und das betrifft ein Verfahren. Das betrifft ein Verfahren und dieses Verfahren kann man auf verschiedene Weise bewerkstelligen. Ja? Kann man verschiedenen Code schreiben, PHP, ein Python-Modul in Java, ja? Kann man diese One-Click-Sache implementieren. Ja? Es ist im Grunde genommen eigentlich offensichtlich, ja? Wenn ich den Shop, die Idee des Shops, einfach unsicher machen will, ja, dann ist es naheliegend, dass ich auf zum Beispiel auf solche Sachen wie die One-Click-Lösung komme. Dann ist es natürlich auch so, gut, ich habe ja von Anfang an gesagt, das stimmt ja auch, dass der Patentschutz vor dem Urheberrechtsschutz, ja, geht. Ja. Habe ich ein Patent, ja, können alle anderen Urheber einpacken. So. Jetzt hat man das gesehen, was ist es eigentlich, wie wirkt sich denn das aus, wenn wir das wirklich sagen, wenn wir Programme, zum Beispiel wie bei der ZDF Viso Software, auf CD oder auf Datenträger speichern. Ja? Da hat man gesagt, okay, wo kämen wir denn da hin?
Wo kämen wir denn dahin? Was ist eigentlich mit den Entwicklern, ja, die so etwas geschrieben haben und die dann letztendlich scheitern, ja, an der Frage, dass dieses leider auf einem ganz bestimmten Datenträger in einem ganz bestimmten Format, ja, gebrannt wird. So, dann hat man gesagt, also grundsätzlich ja, Vorrang des Patentschutzes, aber hier in diesem Fall für diese ZDF-MISO-Software führt das zu unbilligen Ergebnissen. Da hat man gesagt, okay, gut, nein, in diesem Fall kannst du dich nicht auf diesen Patentschutz-Dateisystem berufen. So, dann ist es natürlich, was ich zu Anfang gesagt habe, man klärt jetzt nicht mehr, was Erfindung ist, ja, insbesondere da ist der BGH sehr gut, ja, der drückt sich auch immer, also schlängelt sich dadurch, ja, sagt, also zur Frage der Bestimmung des, der Erfindung müssen wir auf die Technizität, ja, abstellen. Und das ist das, was die meisten Leute natürlich so ärgert. Denn was ist Technik? Was ist technisch? Ja, das ist eine, genauso so eine Definition, wie ich versuche, Glück zu definieren. Ja, ich bin also quasi im Bereich der Philosophie. Ja, was ist, kann ich jetzt sagen, das ist Technik? Ja, also der Stuhl ist Technik, weil er blau ist. Ja, und der Tisch ist nicht technisch, weil er braun ist. Das kann ich nicht sagen. Technizität ist eine Sache, es ist etwas anders, aber es löst das Problem nicht. Ja? Dann gab es natürlich in den vergangenen Jahren eine Sache, das ist ja immer die Großen gegen die Kleinen oder es sind unterschiedliche Interessen. Solche Leute wie Apple, Samsung, Microsoft, ja, haben ein lebhaftes Interesse, dass es Softwarelösungen gibt, die patentierbar sind. Das ist naheliegend, ja, aus den Gründen, dass ich eine Patentverletzung leichter verfolgen kann, dass ich natürlich durch das Patent mir leichter die Pole Position schaffen kann am Markt. Ja. Das ist natürlich auch unrühmlich, ist aufgefallen, auch die Firma Philips, ja, die quasi, und das war, ist der Charme der Initiative, die das EPA mal beeinflusst hat, dahingehend, ja, dass sie mögen doch bitte eine Vorlage, ja, so endlich mal eine Entscheidungspraxis verbindlich feststellen, wenn wir schon keine EU-Richtlinie, ja, haben, ja, sondern dass man eine verbindliche Entscheidungspraxis hat, liebes EPA, ja, sag endlich, was eine computerimplementierte Erfindung ist, ja, und wir sind darüber hinaus der Auffassung, computerimplementierte Erfindung sagt ja schon quasi aus unserer Sicht das Wort, ja, wenn die Software mit einer Technik verbunden ist, ja, mit einem technischen Gerät, ja, wenn das irgendwie, wenn wir diesen Grad der Unzertrennbarkeit irgendwie zusammenbasteln können, ja, schwuppdiwupp, haben wir eine patentierbare Software. Ja, so. Ja? Diese Kriterien zur Patentierbarkeit betreffen die gleichermaßen den Vorgang der Patentbeantragung als auch die Anfechtung von bereits bestehenden sogenannten Trivialpatenten. Es ist doch auch schon vorgekommen, dass ja, die Patente erfolgreich angefochten werden. Genau, genau. Eben, also der Maßstab Patentierbarkeit ist der gleiche. Ja, bei der Frage, bei der Patenterteilung, ja, und bei der Patentanfechtung grundsätzlich. Ja. Und bei den Fragen der Trivialpatente, ja, wenn man jetzt mal die Frage stellt, Mensch, wie konntet ihr damals diesen Quatsch patentieren, ja, muss man natürlich immer auf den Stand der Technik zu der Zeit, zu der Antragserteilung, ja, zurückgreifen, B, natürlich, ja, wenn ich jetzt sage, die Patentprüfer haben auch nicht immer eine Ahnung, kommt das vielleicht in den falschen Hals. Aber das ist ja auch, eine Patenterteilung ist eine menschliche Entscheidung und Menschen machen manchmal Fehler.
Ja, klar, kann auch sein, dass also diese Patente auch falsch erteilt werden. Ja? Und zwar ist es natürlich auch so, es sind ja lebhafte ökonomische Adressen. Ja? Es sind ja lebhafte ökonomische Interessen dahinter. Ja? Es wird ja auch ganz bewusst. Ja? Naja, gut, dann nicht. Es wird ja auch ganz bewusst darauf gedrängt, ja, Software patentierbar zu machen. Es hat ja auch, es hat einen ganz bestimmten Grund gehabt, warum diese Richtlinie zu computerimplementierten Erfindungen, ja, warum das ja angedacht wurde. Ja. Hat es in ein paar Jahren ja auch die Initiative Patentschmutz gegeben. Das hat die FFI, die gibt es noch. Ja, es gibt jede Menge Open-Source-Initiativen, die sich gerade gegen diese Vorgehensweise wehren. Ja. Das ist eine Sache, ist ein aktuelles Thema. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja. Habt ihr Fragen? Ach so, okay, gut. Ist das an? Ja. Gut. Ja, noch direkt anschließend. Ich habe mich mal mit einem deutschen Patentanwalt unterhalten. Ja. Und daraus kam die für mich überraschende Erkenntnis, dass deren kulturelle Hintergründe unterschiedlich sind. Also deutsche Patentanwälte sind normalerweise Ingenieure, Informatiker und so weiter, die juristisch fortgebildet sind. Ja. In anderen Ländern ist es genau andersrum. Da sind es Juristen, die technisch fortgebildet sind. Ja. Das heißt, die Anwälte auf dem Gebiet haben einen unterschiedlichen Hintergrund, woraus sicherlich auch unterschiedliche Entscheidungen dann ergeben. Das mag sein. Das mag sein. Nur ich glaube, dass der Druck auf die Entscheidungskörper ja auch nicht zu vernachlässigen ist. Ja? Wenn Microsoft sagt, pass mal auf, also hier, liebes Land, ja, liebes deutsches Patentamt, ja, wenn du jetzt das nicht willst. Ja, wir haben eine Dependance, ja, die jetzt noch in München ist, aber wenn es nicht geht, ja, gehen wir eben nach Irland, ja, oder verlagern wir den Standort. Ja, und solche Gesetzesinitiativen, da meint man ja immer, dass die Volksvertreter auf die Idee kommen, ja, irgendwas dem Volk gut zu tun, das ist aber nicht so. Das ist großer Quatsch, sondern Gesetzesinitiativen werden ja auch angestoßen und hauptsächlich angestoßen durch Lobby, durch Interessenverbände. Ja? Und gerade auch die großen, wie Apple, Google, Microsoft, ja, Samsung, haben ein lebhaftes Interesse, den Patentschutz für ihre Produkte auszudehnen. Und haben natürlich ein Interesse, ja, auch Fragen in ihrem Sinne beantworten zu wissen. Ja? Auch also ideal wäre es wirklich, wenn man sagen würde, okay, man könnte sagen, ja, das ist eine computerimplementierte Erfindung, hurra, passt, ja, das Ding ist, und das neue Smartphone ist patentierbar, ja, und liebe Mitbewerber, tut uns leid, wir waren schneller. Stimmung ist erschlagen. Ich lasse natürlich jemand anderes den Vortritt, ansonsten. Ich wollte noch mal einen Hinweis geben, der am Rande mit der Thematik zu tun hat. Und zwar, wie man sogar als einer, der von der Problematik scheinbar nicht direkt betroffen ist, doch in Fallen reinlaufen kann. Mir ist vor kurzem ein Rahmenvertrag vorgelegt worden von einem potenziellen Auftraggeber, für den ich als freiberuflicher Softwareentwickler tätig werden sollte. Mhm. Und da heißt es im § 7 Freiheit von Rechten Dritter, der Auftragnehmer sichert zu, dass die von ihm erstellten Arbeitsergebnisse frei von Urheberschutzrechten und sonstigen Rechten Dritter sind, die eine Nutzung gemäß Ziffer 6, das Ziffer 6 bedeutet uneingeschränkte Übertragung von Nutzungsrechten, zeitlich unbefristet übertragbar und so weiter, gewisse Ziffer 6 dieses Rahmenvertrages einschränken oder ausschließen. Und es wird noch schlimmer.
Der Auftragnehmer übernimmt die Haftung gegenüber denjenigen, die eine Verletzung von Schutzrechten geltend machen. Er wird den Auftraggeber, dessen Kunden, sofort von sämtlichen derartigen Ansprüchen freistellen und sämtliche damit in Zusammenhang stehende Nachteile und Schäden ersetzen. Damit unterschreibt man, glaube ich, sein eigenes Todesurteil. Ja. Ist richtig, das ist, ne? Klar, natürlich, natürlich. Also versuchen natürlich Firmen immer wieder, ja. Und wenn man so etwas unterschreibt, ja, das ist, hat man sein Todesurteil unterschrieben, ja. Denn eine vernünftige Softwareentwicklung, selbst eine intensive Patentrecherche, ja, beantwortet nicht die Frage, letztendlich eindeutig geklärt, ist das jetzt patentierbar oder nicht. Denn ich habe, nehmen wir mal an, ich habe einen bestimmten Code geschrieben, ja, Intention, Bestimmung einer DNA-Sequenz, ja, in einer bestimmten Programmiersprache, ja, habe mir nichts Böses dabei gedacht, ja, aber wenn man jetzt sagt, dieses Programm ist eigentlich auch geeignet, nicht nur um eine DNA-Sequenz hinaus zu analysieren, zu bestimmen, ja, sondern dieses Programm enthält einen Sortieralgorithmus, der wiederum geschützt wird. Das heißt also diese abstrakte Idee des Sortieralgorithmus. Dann habe ich zwar Gutes bewirkt, habe ich aber trotzdem ein Problem. Ja, dann geht es jetzt nicht die Frage, was ich da eigentlich damit beabsichtigt habe mit diesem Programm, ja, Bestimmung der DNA-Sequenz, ja, sondern da geht es darum, dass eine andere Firma sich einen bestimmten Algorithmus, der leider auf mein Programm passt, hat vorher schützen lassen. So, ich denke, das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Geduld, für eure Langmut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.